Morgen an diesem wunderschönen, mindestens 35 Grad warmen, sonnigen Mai-Morgen. Ich habe gedacht, ich führe euch noch einmal wieder über unsere Baustelle. Ganz kurz, wir sind hier an der Dachseite. Die ganzen Gefache sind draußen. Unten ist schon wieder ein bisschen zugemauert, sodass das Haus ein bisschen Stütze hat. Und ihr kommt jetzt einfach mal mit mir mit über den Bau. Bisschen Stütze, der Maurer beschwert sich gerade, ein bisschen viel Stütze, hier, da ist er, macht einen super Berg hier. So, also, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil alle, das seht ihr hier, alle Wege sind nur noch Türen oder Bretter oder sonstiges, also, in diesem Raum, also unserem Flat, danke Henning mit E, haben wir jetzt so viel Licht wie sonst. Wahrscheinlich nie wieder später, weil da hinten ist alles das komplette Fachwerk raus. Ihr seht, hier wird ganz neu gearbeitet. Wir gehen jetzt mal weiter, einmal nach hinten durch, weil, juhu, wir können ja sogar durch das Fachwerk durch. Es wackelt, es wackelt, es wackelt. Kameraführung übt sie noch, ne? Also, so, jetzt sind wir hier bei uns im Garten und sehen das Ganze noch einmal von der anderen Seite. Und da sehen wir da hinten, werden jetzt die Gefache auch wieder rausgenommen. Unten der Schwellbalken, den man da sieht, der wurde schon erneuert. Wir haben die Zimmerer ein ziemlich gutes Werk geleistet. Stefan war auch am Wochenende sehr begeistert. Er hat gesagt, naja, der eine Balken, den haben sie da so reingehauen. Und dann hat er gedacht, ja, das klappt nicht. Und dann mit so einem riesen Vorschlaghammer haben sie den dann tatsächlich innerhalb von 5 Minuten gerade gehauen. Also geht, was nicht passt, wird passend gemacht, sag ich mal so, ne? Wir gehen noch einmal ganz kurz nach hinten, weil da ist nämlich auch schon alles raus. Wir haben sozusagen takte offenen Wände. Und das sieht man nämlich jetzt hier. Seht ihr das? Irgendwann kommt da natürlich wieder Gefach und irgendwann auch wieder Wände rein. Aber das waren tatsächlich die Balken, die am kaputtesten waren. Und die müssen jetzt ausgetauscht werden gegen neue. So, dann gehen wir hier mal noch einmal nach vorne. Der Regen wird immer mehr übrigens. So. Ja, und jetzt kann man in unser zukünftiges Badezimmer richtig gut reingucken. Da sind auch die Balken schon wieder hergestellt. Und auch hier Loch an Loch und hält doch. Und hier, jetzt gucken wir mal, was der Maurer alles so immer macht. Ne? Jetzt ist er gerade weg. Kann man das sehen? Ja. Guck mal, und dann, die wollten eigentlich gar nicht drauf. Da sind sie, die Zimmerer. So läuft das mit unseren Balken. Wie kriegen wir diese, vorhin haben sie gesagt, ungefähr 250 Kilo schweren Balken da vom Deich runter? Mit 2 Mann. Also das haben sie gut gemacht, oder? Wollen wir mal gucken, wie die das andere noch machen? Nee, jetzt kneifen sie. Na gut, ich sende euch liebe Grüße und hoffe, dass es jetzt aufhört zu regnen. Tschüss.